Okay, Freunde. Heute haben wir wieder die nächste Story von Venom und She-Venom für euch. Und heute gibt es eine Liebesgeschichte. Deswegen schaue ich unbedingt das ganze Video heute bis zum Ende an. Falls ihr meine Videos supporten möchtet, dann benutzt unbedingt den Creator-Code Orks im Item Shop. Würde mich extrem krass supporten, Leute. Einfach hier einmal eintragen. Und vertraut mir, dieses Video hier wird einfach zu wild. Und falls ihr auch mal mit mir Fortnite New City Roleplay spielen wollt, dann kommt einfach auf meine Insel. Hier ist der Code, Leute. Kommt einfach rauf. Natürlich grüße ich auch wieder heute ein paar aktive Zuschauer. Heute ist der liebe Leon Hampel, der liebe Janet Waller, der liebe Florian und der liebe Amen. Let's go. Falls auch ihr mal in dem Video gegrüßt werden wollt, dann lasst unbedingt ein Like und ein Abo da und schreibt unbedingt jetzt etwas in die Kommentare rein. Viel Spaß mit dem ganzen Video. Let's go. Ach ja, ein weiterer Tag als Venom im Körper von Venom. Hey Lakaien, hört mir zu, alles stillgestanden. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, werde ich nun von nun an euch regieren. Ganz genau. Der gute alte Venom wird euch nun regieren. Ganz genau, denn ich und She-Venom, wir beide haben heute eine wichtige Mission und ihr müsst so lange die Stellung halten. Alles klar? Ja, Sir. Ja, Sir. Sehr gut. Okay, hört mal zu. Wir haben immer noch Streit mit Dr. Sloan und Uzi. Wenn die hier hinkommen, dann ruft ihr uns direkt an, okay? Ganz genau. Sollten die hier irgendwie auftauchen, sagt ihr mir sofort Bescheid. Denn ich, Venom, bin der Allerstärkste und wird jeden vernichten. Das wisst ihr doch, oder nicht? Ja, Sir. Sie sind ihr Stärkste. Ja, Venom Orksi, wir werden ihnen immer dienen. Ja, Sir, wir sind immer für Sie und She-Venom da. Okay, ich würde sagen, Venom, bist du bereit für unser Date, Warte mal, unser Date? Das soll unsere geheime Mission sein? Wieso denn ein Date, bitte? Naja, weißt du, wir müssen uns halt noch um etwas kümmern. Uns, um uns beide, um unsere Gefühle. Ich mag dich doch, das habe ich dir doch schon erzählt. Du magst mich? Hey, das kannst du nicht von unseren Soldaten sagen. Oh doch, und wie ich das sagen kann, denn ich bin She-Venom und du bist Venom. Oh, und was machen wir bitte für ein Date, wenn ich fragen darf? Was hast du vor? Naja, wir werden natürlich in eine Schule einbrechen, uns verkleiden und werden jeden gefangen nehmen. Das wird unser Date sein. Ach, das meinst du? Das ist eine richtig coole Date-Idee. Das können wir auf jeden Fall machen. Oh ja, und wenn ihr nicht so enden wollt wie diese Waffe hier, dann solltet ihr alle auf uns hören und uns alle hier verteidigen, okay? Oh ja, sie sind so stark. Wir werden immer auf sie hören. Ja, genau, Schiebenen. Wir werden immer auf sie hören. So wollen wir das hören. Alles klar, ich würde sagen, Venom, She-Venom, komm mit. Wir beide gehen jetzt direkt los. Na, los. Ganz genau, haltet hier auf jeden Fall die Stellung. Komm mit zum Auto. Das wird heute wohl unser Auto sein. Ich bin echt mal gespannt. Will sie echt ein Date mit mir haben? So, ich würde sagen, direkt einmal einsteigen. Boom, komm du auch direkt neben mir rein. Okay, ich bin drin, wir können direkt losfahren. Na gut, ich würde sagen, alles angeschnallt. Los geht es. Wo wollen wir denn bitte unser erstes Date haben? Na, wie findest du das Auto schon? Das ist echt richtig spitzenmäßig, wirklich. Du kannst richtig gut fahren, aber hey, Uzi hatte doch irgendwie so einen Trick, mit dem er fliegen konnte, ne? Oh, ein Trick, mit dem er fliegen konnte? Oh ja, soll ich auch mal mit dem Auto fliegen, oder wie? Oh ja, bitte flieg mit dem Auto zu unserem Date zur Schule, damit wir dort dann direkt alles kaputt machen können. Na gut, wir sind ein böses Paar. Ich würde sagen, schnall dich an, auf drei werde ich fliegen. Leute, lasst alle ein Like und ein Abo da, damit ich als böser Venom direkt mit dem Auto fliegen kann. 1, 2, 3. Liken, abonnieren, Glocke aktivieren und boom, alle haben geliked und abonniert. Und wow, es geht direkt los. Und wie gefällt dir das, She-Venom? Boah, das ist ja richtig spitzenmäßig. Dann lass uns direkt zur Schule. Ganz genau. Auf geht's mit dem fliegenden Auto zur Schule. Let's go. Oh Mann, wir sind schon echt lange gelaufen. Weißt du das eigentlich? Oh ja, aber die Menschenform sieht echt gut aus, oder nicht? Sehe ich jetzt endlich aus wie ein normaler Mensch? Ja, tatsächlich. Ich sehe auch wieder aus wie ich früher. Oh Mann, ich vermisse mein altes Leben. Aber jetzt bin ich ja Venom, ne? Du bist jetzt Venom und man sieht noch ein bisschen, dass du Venom bist, aber es wird schon keinem auffallen, okay? Okay, lass uns erstmal was essen gehen. Ich habe echt Hunger. Worauf hast du Lust? Ich hätte Lust, einen richtigen Menschen zu verschlingen, oder nicht? Einen richtigen Menschen? Lass mal schauen. Hier vorne ist eine Tankstelle und ja, da drin sitzt ja irgendjemand an der Theke. Siehst du das? Hallo, ich bin Samlak. Herzlich willkommen. Was wollt ihr essen? Oh, einen wunderschönen guten Tag, ganz genau. Wir haben heute keinen Tank dabei, aber wir würden gerne etwas essen, ne? Was wollen wir denn essen nochmal, Charlotte? Wir wollen etwas richtig Leckeres essen. Mein Name ist Charlotte und ich bin nicht She-Venom, weißt du? Okay. Ich habe gehört, Venom und She-Venom sollen in der Stadt sein, aber zum Glück seid ihr das ja nicht. Natürlich sind wir das nicht. Sehen wir etwa aus wie She-Venom? Also ich ganz bestimmt nicht. Ich bin doch nicht She-Venom. Oh ja, und ich bin auch nicht Venom, oder? Ich bin der ganz normale Orks. Vielleicht kennst du mich ja, ne? Ja, ich kenne dich tatsächlich. Warte mal, du kennst mich? Woher denn bitte? Du bist doch dieser eine YouTuber, oder nicht? Schau mal, der kennt dich sogar. Das wird ja noch leckerer dann, oder nicht? Oh ja, der kennt mich sogar. Weißt du was? Ich bin zwar der YouTuber, aber weißt du, wer ich auch bin? Nee, wer denn? Ich bin Venom. Na
los, friss ihn schon auf. Unser Mittagessen, ich habe großen Hunger. Oh ja, weißt du, was ich jetzt mit dir machen werde? Nein, bitte lass mich in Ruhe, ich habe doch gar nichts getan. Nichts getan klingt gut, aber wir haben Hunger. Ah! Schmeckst du lecker, Mann. Schau dir den mal an, ein lecker Braten, dann lass ihn mal direkt verspeisen, ne? Unser Date ist so schön. Oh ja, ist echt das beste Date. Und schau mal, er hatte sogar sein Essen dabei. Eine Banane und einen Apfel. Willst du die essen? Ich esse doch keinen Apfel. Ich esse natürlich nur ihn. So, dann verwandle ich mich auch mal kurz. Will auch mal ranbeißen und... direkt fressen. Das schmeckt so lecker. Oh ja, schmeckt echt lecker. Okay, lass uns schon mal weitergehen. Wir haben uns ein bisschen gesättigt. Ich würde sagen, lass uns nun direkt in die Schule gehen, oder? Oder wollen wir erstmal in der Stadt nachschauen, ob da noch irgendetwas ist? In der Stadt? Schau mal, ich habe ein Bild für dich, weil ich dich so mag. Oh, ein Bild für mich? Hey, das ist echt lieb. Oh Mann, irgendwie mag ich sie auch. Shivanim, wir sind das erste böse Pärchen, ne? Oh ja, das erste böse Pärchen. Wir sind fies. Lass uns ein Bild machen. Das poste ich direkt. Das postest du wo denn bitte? Oh, Alter, wir kriegen ja richtig viele Likes. Sorry, das mal. Die Leute lieben uns. Na klar lieben die uns. Sie müssen uns ja auch lieben, sonst fressen wir die. Oh, ja klar. Oh, mein Kopf tut irgendwie so... Oh, Leute, irgendwie kann ich das alles nicht mehr. Ich will doch nicht böse sein. Oh, ich will doch einfach nur wieder ein normales Leben haben. Ich bin einfach in Venoms Körper die ganze Zeit. Hey, alles gut, Schatz? Warum hast du denn bitte Kopfschmerzen? Du musst doch keine Angst haben. Oh, ich habe mich wieder zurückverwandelt. Warte mal, warum habe ich mich denn bitte wieder zurückverwandelt? Hey, du hast dich ja auch wieder zurückverwandelt, ne? Ganz genau. Ich habe mich auch wieder zurückverwandelt, damit uns natürlich keiner erkennt. Schau mal, da kommt jemand. Na los, komm schon mit, Manfred. Lass uns direkt hier vorne zur Tankstelle gehen. Mein Zwillingsbruder ist leider draufgegangen vor einiger Zeit von Venom. Oh Mann, das war so traurig. Ja, na los, lass da hingehen. Wenn ich diesen Venom finde, werde ich ihn sowas von abknallen. Oh, guten Morgen, Mr. Polizei. Hey, verhalte dich einfach ganz unauffällig. Ich glaube, ich kenne den einen Typen. Guten Morgen, nette Zivilisten. Dann lass mal zur Tankstelle gehen, ja? Okay, na los und komm, jetzt ganz schnell wegrennen, jetzt ganz schnell wegrennen. Hier, komm schnell hier lang. Oh ja, na los, wir müssen ganz schnell weg hier. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich die kannte. Naja. Guten Morgen, wir hätten gerne zwei Schokoriegel und eine warte mal. Oh nein, was ist denn hier passiert? Klapper, Uttermann, das kann es ja wohl nicht sein. Hier gab es wohl einen Anschlag oder so. Nein, 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 das kann es nicht sein. Das waren bestimmt die zwei von gerade. Wir müssen schnell hinterher. Na los, komm schnell mit, Manfred. Lauf schon. Los, wir müssen los. Oh ja, na los, ganz schnell hinterher da.